Heute ist Dienstag. Ich bin gerade ein bisschen hektisch in die Stadt gefahren, weil ich wie immer zu spät dran gewesen bin. Es ist 2 Grad, mir ist arschkalt. Eigentlich wollte ich mit dem Bus fahren, aber das wäre alles zu knapp gewesen. Deswegen bin ich mit dem Rad unterwegs. Dick eingepackt mit Schal und Mütze. Und jetzt geht's erstmal zum Arzt und dann geht's einkaufen. Ich hätte gar nicht so hetzen müssen, denn der Termin wäre erst um 9.30 Uhr gewesen, nicht um 8.30 Uhr. Naja, aber zum Glück konnten die mich ein bisschen vorziehen, also war das Hetzen nicht ganz umsonst. Ich war eben noch einkaufen, war aber voll im Tunnel drin, dass ich meinen Einkaufszettel abarbeiten wollte und habe deswegen ein bisschen vergessen, während des Einkaufens zu filmen. Dafür zeige ich euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich ein paar Mienudeln gekauft, in dem Fall sind es nur Weizenmienudeln ohne Eier, ein paar Bio-Mungobohnensprossen, einen China-Kohl und ein paar weiße Bohnen. Die habe ich noch nie gegessen und ich habe letztens ein Gericht gefunden damit in meinem neuen Kochbuch. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Aber was ich ja ganz ehrlich sagen muss, der Plastikanteil an den Verpackungen, gerade mit dem Zeichen Bio, ist mittlerweile so extrem hoch geworden. Das finde ich ziemlich toll. Heute ist Sonntag und ich habe die ganzen letzten Tage irgendwie extrem, oh jetzt bin ich mega hell, irgendwie extrem an meiner Internetseite gesessen und habe so gar nichts Aufregendes gemacht und deswegen auch so wirklich nichts gefilmt, weil es eben ja wirklich nicht so mega spannend gewesen ist. Ich bin heute ziemlich früh aufgestanden, irgendwie konnte ich nicht weiter schlafen. Das geht mir in letzter Zeit häufiger so. Und es hat gestern Abend schon danach ausgesehen und jetzt ist es tatsächlich so, es hat mega mäßig geschneit. Und langsam finde ich diesen Winter irgendwie extrem komisch. Vorgestern tagsüber hatten wir noch 6 Grad draußen und jetzt liegt da draußen alles voller Schnee. Und das ist immer mal so ein wieder warm. Dann wird es wieder kalt, richtig kalt teilweise. Dann schneit es auch hier unten. Also hier unten, wir sind hier auf 400 oder 600 Meter. Und in den Bergen oben liegt schon immer Schnee. Da ist das auch nie weggegangen so richtig. Aber hier unten, dann ist es teilweise dann wirklich mal wieder 6 oder 10 Grad. Und jetzt liegt hier schon wieder Schnee. Das ist wirklich strange. Mein Freund hat gestern Abend noch gefragt, ob wir heute zum Sport gehen und ich müsste unbedingt wieder zum Sport, weil ich das die ganze letzte Woche auch nicht geschafft habe. Also ich bin damit auch ein bisschen nachlässig geworden, was den Sport angeht. Eben weil ich so wahnsinnig viel mit meiner Internetseite zu tun habe. Die ist umgezogen von einer Domain auf die andere und hat jetzt das Problem, dass sie eben ja, die ganzen Verlinkungen nicht mehr passen und ich da megamäßig viel machen muss und die ganzen Verlinkungen manuell anpassen muss, weil ich 2 Domains quasi auf eine zusammengezogen habe. Und das ist extrem aufwendig gewesen. Deswegen heute Sonntag definitiv Sport angesagt und mal gucken, vielleicht machen wir noch einen Schneespaziergang. Ja, im Endeffekt kam es natürlich mal wieder ganz anders, als es ursprünglich geplant gewesen ist. Wir sind noch zum Sport gefahren, dort habe ich die Kamera aber nicht mitgenommen, sondern etwas entspannt Sport gemacht. Zum Frühstück gab es vorher ein lecker Tee. Ich koche mir morgens mittlerweile immer 1 Liter Fencheltee, weil ich den geschmacklich sehr gerne mag und der auch sehr gut für den Magen sein soll. Zusätzlich dazu gab es wie immer unser selbstgebackenes Baguette und da würde ich noch ein Video machen, dass ihr das auch mal nachbacken könnt. Und am Abend haben wir dann schön lecker Auflauf gemacht mit Nudeln. Das war auch wirklich ganz, ganz klasse.